Elternteil TV! Julio, guten Morgen! Na, haben wir wieder den Musiker baumeln lassen, ja? Während wir anderen, die nicht so talentiert sind, ich betone nicht so talentiert sind, wie der feine Herr Batterista, ja, die müssen hier erstmal um 6 antanzen. Da kommt der Herr Batterista doch gerade mal aus der Diskothek, ja, und hat wieder links und rechts ein Mädchen am Arm. Ja, 15 Meter groß am besten, mit langen Stelzen bis zum Boden, ne? Und dann wird erstmal zu Hause noch der Tequila aufgemacht, während bei mir schon wieder der Wecker schellt. Schellt! Ja, schellt! Ich sage schellt, weil ich habe einen alten Wecker, der schellt noch. Und der Herr Batterista, ja, der macht sich erstmal schön ein Omelett von ja. Kein Geld, aber immer genug Lifestyle, ne? Und wir anderen haben hier erstmal unseren Bausparvertrag. So, ne? Ja, Hauptsache Rabotti, Rabotti. Und der feine Herr Batterista, ja, der kann den ganzen Tag mal schauen, was er tut. Der geht zum Park und füttert die Entenwund. Ja, die Enten platzen schon bald, weil die es nicht gewohnt sind, dass dort arbeitslose Musiker den ganzen Tag mit mindestens 20 Säcken Brot ankommen, ja? So viel Zeit hat er nämlich, ja? Ruft mich um 5 Uhr nachts an und fragt mich, na, sind wir auch noch wach? Ich kann es mir erlauben. Ich habe ja keinen Boss, zu dem ich gehen muss. Ja, na, na. Warum? Weil ich so ein bisschen Trömmelchen spielen kann. Ja, ich hau da rum und damit verdiene ich am Plätzchen mein Geld. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Kennt man ja. Ich fange demnächst auch an, wie ein Schamane durch mein Zelt zu springen und sag, wissen Sie was? Ich kenne Ihre Zukunft. Och, 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 och. Ja, komm, geben Sie mir bitte meinen Geldunterhalt. Dann brauche ich auch nichts zu tun. Da kann ich auch bis 7 Uhr nachts Shampoos trinken mit den Hühnern im Disco. Aber online ist er, ne? Online ist er. Er sieht auch alles und hört auch alles. Aber mal einen Text zurückschreiben, das ist zu viel verlangt. Ja, ja, wir sind jetzt in einer anderen Liga, ne? Wir spielen jetzt bald für Metallica. Für Metallica. Oder Slayer. Ne? Oder AC/DC. Oder Korn und Weizen und Schrot. Ne? Oder Rammstein. Wahlweise, du kannst ja spielen, für wen du willst. Du hast das ganze Portfolio voll davon. Ne? So wie dein Portemonnaie, ne? Da ist der Traumwagen auch nicht mehr weit. Wahlweise, ne? Giulio Batterista. Batterista. Im Bus, da bist du ja noch schlechter gestellt als ich. Gestellt vor allem, ne? Man sagt ja immer so gestellt. Ne? Wie bei der Steuerklasse. Ich hab die schlechteste Steuerklasse und du hast wahrscheinlich gar keine, ne? Weil du machst ja Musik. Und Musiker haben ja nix. Die haben ja auch nichts zu versteuern. Da-da-da! Und wahlweise, ne, kannst du dich auch einrollen und deinen eigenen Schwanz blasen! Entschuldigung, ich muss mal aufhören, hier rumzuschreien. Die Nachbarn denken gleich, da ist doch irgendwas faul. Lass uns rausgehen. Hörst du das Schnippen vom Daumen denn nicht? Das ist doch total begleitend zum Song. Und jeder weiß, welcher Takt er halten muss. Denn wenn das nicht mehr ist, dann weiß keiner mehr, wann der Takt denn ist. Ah, da ist der Takt wieder. Jetzt wissen wir wieder alle, wie wir singen müssen. Das macht der Schlagzeuger. Nein, was? Der Schlagzeuger. Nein, was? Gehör den Schlagzeuger. Boah, ich muss auf jeden Fall schlafen. Ich habe Schlafentzug. Habe ich schon erzählt? Nein, habe ich nicht. Ich habe Schlafentzug. Habe ich schon erzählt? Nein, ich habe Schlafentzug. Nein, schlafen. So, ne? Ich habe wenig geschlafen. Kann sein, dass ich deswegen ein wenig aufgedreht bin. Ich habe ein Stoffdach, fällt mir gerade mal auf. Ein Cabriolet-Stoffdach. Da hört man, glaube ich, viel mehr raus. Und gleich kommt die Polizei wegen Ruhestörung. Entschuldigen Sie, haben Sie bitte mal Fahrzeugpapiere? Ich fahre doch gar nicht! Ist mir egal, Sie sitzen im Fahrzeug, bitte Fahrzeugpapiere. Reicht's nicht, wenn ich im Personalausweis... Nein, die Fahrzeugpapiere! Weltall TV!